Hallo, moin moin und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist Ralf Schütt und im heutigen Video geht es um das folgende Thema. Hallo und herzlich willkommen im Geldschau-Studio und zwar zur neuen Ausgabe der Geldschau mit Zitaten rund um das Thema Geld. Und ja, heute schieße ich mal mehrere Sachen aus meinem ersten Buch, was ich vor 2 Jahren fertiggestellt habe, das Buch Wohlfühlen. Genau, habe ich ein paar schöne Zitate für Sie. Das erste, etwas dichterisch von Wilhelm Busch. Er fühlte sich wie neu gestärkt, als er so viel Geld bemerkt. Genau, das war die Nummer 1. Eine sehr schöne Sache, Geld macht nicht korrupt. Kein Geld, schon eher. Dieter Hildebrand. Ein ganz tolles von Benjamin Franklin, einem Amerikaner. Wer der Meinung ist, dass man für Geld alles haben kann, gerät leicht in den Verdacht, dass er für Geld alles zu tun bereit ist. Benjamin Franklin. Ein tolles weiteres Zitat von Franklin Delano Roosevelt. Das war ein amerikanischer Präsident von 1933 bis 1945. Wörtliches Zitat: Ich stehe Statistiken etwas skeptisch gegenüber. Denn laut Statistik haben ein Millionär und ein armer Kerl, jeder eine 500.000. Mein Chef drückte das etwas drastischer aus, der sagte, Kopf in der Bratenröhre bei 250 Grad, Füße in einem Bottich mit Eiswasser bei minus, was weiß ich, wie viel Grad. Im Durchschnitt haben sie eine Körpertemperatur von 37,5 Grad. Praktisch gesehen sind sie allerdings tot. Genau, so, noch ein Geldzitat. Ja, auch sehr schön. John Paul Getty, amerikanischer Milliardär. Uneigennützige Freundschaft gibt es nur unter Leuten gleicher Einkommensklasse. So, und ein letztes Zitat von einem Wieslaw Brudzinski. Steigerung des Luxus. Eigenes Auto. Eigene Villa, eigene Meinung. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und ich hoffe, Sie hatten Spaß mit diesen Zitaten und bis zur nächsten Ausgabe der Geldschau. Bis dahin, alles Gute, Ihr Ralf Schütt. Tschüss, tschüss. Baufinanzierung Schütt.